Bald ist es Zeit für das große Kuido-Dwee-Fest, bei dem wir unsere Haut abwerfen. Einmal im Jahr werden wir grünen, wie das Rosa. Und das denn? Und zeigen wir den Kuido-Damen, dass wir bereit sind. Bereit? Ja, oh, du bist ja noch ein Kind. Machen wir vergessen das. Könntest du mir ein paar Krabbenscherben besorgen? Ja, natürlich. Ich muss meine Kochkünste unter Beweis stellen. Krabben machen. Wie einfach. Wohl 5 Krabbenbeine. Bram. Ganz ausdauernd. Was hat die Fische besser?
Wie war die Versammlung der Zauberer? Hast du den Preis gewonnen? Ach, frag nicht immer. War höchst unfair. Eine inkompetente Jury. Ohne Urteilsvermögen und guten Geschmack. Ein Pflanzenmutationsraum war unklar. Aber sie gab den Preis an Eisenbank, der mit Arbustrank teilnahm. Arbustmittel für Angst? Als ob dieses pelzige Bären noch mehr Haare bräuchte. Täuschen. Verstehe. Ein echter Zauberer gibt niemals auf. Mach einen besten Trank. Einen ultimativen Trank. Was für einen? Ein Verjüngungstrank. Jeder, der ihn trinkt, wird 10 Jahre jünger. Ich habe eine erste Probe vorbereitet, aber ich habe sie noch nicht an einem Lebewesen. Bist du bereit, ihn zu probieren? Ein treuer Helfer? Du brauchst nur ein kleines Schlückchen trinken, dann bist du sofort 10 Jahre jünger. Locke, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich bin erst 10 Jahre alt. Ich möchte mich nicht in ein Baby verwandeln. Du hast recht, das wäre problematisch. Dann bring mir einen Frosch. Hol einen Frosch für Locke. Sein Verjüngungstraktor. Ich denke, ein Frosch. Mir fehlt noch etwas. Mokri. Bäh. Bäh.